Hallo und herzlich willkommen zur 141. Folge Hof Bergmann. Wir wollen mal Stoffwert auf dem Boden mit dem Luki und dem Daniel. Hallo. Musste der Luki wieder lachen. Nee, passt schon. Ja, wie gesagt, um das Thema, wie gesagt, mit den Schuhen, wie gesagt, und da Sicherheitsschuh ist bei mir halt direkt. Und die Sache ist, da gibt's halt tatsächlich so einen Shop, haben die. Und da ich vor relativ kurzer Zeit erst selbst für die Schule Schuhe brauchte, wie gesagt, die haben ja so einen Shop, da gibt's halt Sicherheitsschuhe, die sind zwar nicht neu, aber das sind halt, die haben halt Schönheitsfehler. Wie gesagt, die sind trotzdem, die haben auch, zählen trotzdem als Sicherheitsklasse 3 und alles. Und wie gesagt, von der Qualität an sich, sind halt einfach nur, wie gesagt, Schönheitsmangel. Und da es halt Schönheitsmangel sind, verkaufen die da, glaube ich, alle Schuhe für 30 Euro oder so. Okay, das geht ja. Und das Lustige ist dann noch, da kenne ich noch jemanden, der da arbeitet, und dadurch kriegt man sogar noch mehr Rabatt. Du kennst jemanden, der da arbeitet. Sag, kannst du auch gleich sagen, wer es ist? Mein Vater. Also, er kennt jemanden, ja, der... Ja, ich kenne da jemanden. Ich kenne jemanden, der arbeitet, der ist jeden Tag bei mir im Haus. So ein Bekannter von Bekannten arbeitet doch, habe ich hier. Deswegen kriegt man da sogar, glaube ich, nochmal 10 oder 20% Rabatt. Wie gesagt, 30 Euro zahlt man allein schon nur für die Schuhe. Wenn ich überlege, dass manche Schuhe da 120 Euro kosten, schnell mal, und dann da nur 30 Euro dafür zahlen, das ist schon... Stimmt. Ja, klar. Die habe ich mal auch Spaß gesagt, dass ich nur 11 Schuhe besorgt. Habe ich zwar noch nie gemacht, weil ich es auch nie tun werde, weil ich das nicht einsehe, aber trotzdem deswegen. Ja, faules Stück ist. Ein faules Stück nicht. Ich gebe bestimmt kein Geld für dich aus. Ich hab dir schon mal gesagt, ich hab dir Bus-Simulator gekauft. Ich hab schon mal gesagt, ich schick dir das Geld hoch, wow. Gar kein Problem. Na, was die Sache ist, es ist genauso wenig wie ein Problem, dass wenn du sagst, ich fahr schnell meinen Laptop, weil ich was machen will, dass ich dir den Laptop hochschick. Ich wollte gerade sagen, kam ja auch schon. Mhm. Hat ja gut geklappt. Ist wirklich hochgeklappt, hab ich hochgeschickt. Ja, aber hast du ihn auch schon wieder? Ja, den hab ich wieder, ja. Also, nein, das hat tatsächlich, das hat ein bisschen gedauert, also dann hat das gar nicht gedauert, der hat den jetzt schon lange wieder. Problem war eigentlich, ich hatte das ein oder zweimal, wie gesagt, verpennt, das war tatsächlich, das kam zwar länger vor, weil ich glaube, zweimal oder so hatte mich nur daran erinnert, kam ich nicht zu, dann habe ich meinem Bruder den gegeben, dass er den verschicken soll, dann hat er das irgendwie ein, zwei Wochen nicht gemacht und auf einmal sagte nur, ey, so, ah, dankeschön fürs Zurückschicken, ich, was denn, ja, der Laptop ist da, okay. Hat Luki auch schon die Hoffnung aufgegeben, dass er jemals losgeschickt wird, so ungefähr? Ja. Okay, das haben wir jetzt nicht mehr mitgekriegt. Ja, das hat eigentlich keiner mitbekommen. Aber auch schon wieder ein gutes Stückchen her. Wie gesagt, deswegen, ich bin auch so ein Mensch, wie gesagt, das hatte ich ja auch schon vorhin das Thema, ich eigentlich so ein Mensch bin, der vielen Leuten, der schnell mal Leuten was gönnt. Wie gesagt, letztens innerhalb wollte nur ein Bus-Simulator kaufen, weil ich gesagt habe, vielleicht mal das als Stream-Spiel. Da habe ich Noel dann auch direkt gekauft, oder? Da bin ich gar nicht so. Genauso wie teilweise, wie gesagt, zum Beispiel Florian ist so jemand, mit dem laufe ich ziemlich oft nach der Schule, weil ich halt zu mir nach Hause laufen muss und er halt zur Bahn. Ja. Problem ist, ich begleite dann auch oft die Leute, mit denen ich laufe, auch dann oft bis zum Bahnhof direkt hin, weil ich wohne, keine Ahnung, 500 Meter vom Bahnhof entfernt. Ich wohne halt 500 Meter vom Bahnhof entfernt. Ja. Deswegen laufe ich dann auch teilweise sogar mit hin. Also wie gesagt, ich kann eigentlich schon, während ich laufe, kann ich da einfach abbiegen, dann bin ich bei mir zu Hause schon so ziemlich. Aber manchmal laufe ich auch mit zum Bahnhof. Problem ist nur, manchmal lohnt das für mich nicht, weil Florian dann den restlichen Weg sprinten muss, weil wir sind ungefähr kurz vor Bahnhof. Dann haben wir circa 35, sprich entweder 35 oder 5 nach, sprich entweder 13.35 Uhr haben wir oder haben 16.05 Uhr. Weil der Zug kommt immer entweder um 8 oder um 38, also jeweils halbe Stunde. Wenn dann nur noch 3 Minuten sind, sehe ich nicht ein, mit ihm zu sprinten. Dann lasse ich ihn alleine sprinten, laufe so um die Ecke. Aber ich bin halt so, ich sage es, wir sind dann halt, ja, eigentlich jedes Mal nach der Schule sind wir eigentlich entweder bei Kaufland. Oder Döner essen, weißt du? Oder irgendwie Döner essen, aber beim letzten Mal, dann habe ich keine Currywurst ausgegeben. Die so scharf war, wohl, weil sie keine süße Currywurst haben wollten. Aber lustigerweise, ich hab's ja wenigstens noch ziemlich zu Ende gegessen. Ich hab keine Ahnung, was Florian mit dem Rest gemacht hat. Vielleicht hat er es heimlich noch gegessen. Ich würde sagen, er hat es in den Jordan geschickt. Ich habe auch gesagt, wenn er es nicht verträgt, dann soll er es einfach mal in den Jordan schießen. Alles mehr. Ist ja egal, wenn man es gar nicht mag und nicht runterkriegt, dann ist er ja auch nicht schlimm.
Hab ich auch kein Problem damit, wenn ich 10 Euro ausgebe, jemand sagt, nee, sorry, mag ich nicht, krieg nicht runter, dann ist es so. Ich bin halt schon so ein Mensch, der halt wirklich oft einen was ausgibt und so. Da bin ich auch sehr flexibel, da gebe ich auch teilweise Leuten, selbst mit denen ich nicht so komplett gut auskam. Ich habe auch schon Leuten Kopfhörer und so ausgegeben, weil sie keine hatten. Ich bin da wie gesagt schon. Sehr sozial. Ich habe auch in England, als wir auf England-Fahrt waren, hatte jemand kaum noch Geld, wollte natürlich so unbedingt kennst du JD Sport? Ja. Kennst du? Da habe ich schon mal gehört, kannte ich, bis ich in dem Laden stand und die überall Preise dran standen, dass mir fast schlecht geworden sind, kannte ich davor auch nicht. Na, einfach so ein Mensch, so, ich muss halt nicht immer nur Adidas und so einen Scheiß tragen. Bin ich halt einfach nicht so der Fan von. Ich trage das, was ich schön finde. Und das kann von mir dann auch von Kick oder Taco sein, so ungefähr. Ja, weil muss halt schön aussehen, ja. Kann nicht verstehen. Ja, muss schön aussehen. Der Rest ist mir einfach scheißegal. Für mich muss er nicht Nike draufstehen und so. Weil ich frage, ob die Qualität unbedingt besser ist, nur weil der Nike draufsteht, liegt er auch wieder im Auge des Betrachters. Das stimmt. Das ist ja jetzt nicht ganz so. Brauchen wahrscheinlich schon. Ja. Wie gesagt, ich habe 2-3 Nike oder Adidas Shirts. Das ist auch, wie gesagt, ich kann auch mehr haben, wenn ich will, aber möchte ich gar nicht so. Das ist dieses. Ist für mich, weil das Problem ist dann wiederum, dann wenn man so gar keine Marke trägt, da sagt auch keiner wirklich, keiner so wirklich was. Trägt man eine Marke, dann hat man meistens noch viel höher das Problem, dass jemand was dagegen sagt, weil es ist ja, dann trägt man nämlich Adidas, aber momentan ist Adidas gar nicht in und dann hat man deswegen auch schon wieder ein Problem, so ungefähr. Das hat heutzutage halt traurigerweise wirklich so. Ist dann dieses Kacke so an Schule, so, dass dieses, ja, ist irgendwo die Scheiße so manchmal ran, weil diese, deswegen habe ich dann lieber doch etwas, was gar keine Marke für mich ist, weil dann trage ich Marke, dann ist es wieder Marke, nee, das ist ja schon voll out wieder, man trägt ja momentan gar kein Adidas oder so ein Scheiß, weißt du, ich meine, das habe ich zwei oder drei sehr schlichte Nike-Shirts, zwei einfach nur ganz klein oben in der Ecke, das Nike. Zeigen raus und einen, wo dick Adidas mitten in der Mitte draufsteht. Das. Oder noch so ein paar Dinge, aber. Hier nochmal eine separate Spur machen. Von der Seite. Reinwärts. Na, hier für reinwärts nochmal eine extra Spur anfangen. Nee, kannst du so lassen. Toll, ich will die Palette langsam da reinsetzen. Plötzlich Tommy aus Versehen auf das Rädchen für Tempomat. Das war's mit Vorsicht langsam da reinsetzen. Was das Schöne ist, wenn ihr euch über Schuhe oder Adidas oder so unterhaltet, werde ich hier schön, tue ich hier schön Butter machen. Nicht Butter, Käse machen. Das ist auch der Grund, warum ich mir gleich mal Luki den Transit ausleihen muss. Ich bringe ihn dir vorbei. Wäre ja, sehr nett, ja. Apropos über Transit müssen wir gleich vielleicht doch nochmal sprechen. Das hatte ich ja schon das Thema. Ja. Sprich mir nach der Aufnahme drüber. Ja. Ich finde solche Themen finde ich halt sind immer echt interessant. Also ich weiß ja nicht, ob die für die Zuschauer so wichtig interessant sind, aber ich finde sowas sind vielleicht interessante Themen, sich über sowas wie Schuhe zu unterhalten oder so ein Scheiß. Also ich habe da auch nie eine bestimmte Marke gehabt. Da kann ich auch das, was mir gefällt und was mir gefällt. Auch schuhtechnisch ist mir das ziemlich egal. Inzwischen ist jetzt ist mir das immer egal gewesen. Nur inzwischen, das Einzige, was ich mache, sind Adidas Schuhe aber oder so, aber jetzt auch nicht unbedingt so super abgespaced und so ein Scheiß, sondern einfach ganz normale Schuhe. Wenn ich gerade denke, schicke ich dir morgen so mal ein Bild davon, wie gesagt, ganz normale Schuhe. Das ist halt. Schuhe trage ich aus einem Grund Salomon, weil das einfach zu meinem kompletten Outfit einfach am ehesten passt. Ich habe keinen Bock, täglich mit Stahlkappenschuhen rumzulaufen. Ich bin immer so ein Mensch. Ich finde natürlich, das Problem ist, oder was ich für ein Problem habe. Die Sache ist, ich habe schön so von der Länge her des Fußes, von der Tiefe her, sag ich mal. Ist euch verständlich, so vorne bis hinten. Warte einen Moment. Kommt gleich das Luki von da die Schuhgröße und von der Breite her eine ganz andere. Wie gesagt, mein Fuß ist so von der Länge her, wie gesagt, ist irgendwie, ja, keine Ahnung, ist halt, wie gesagt, nicht so, ich habe einen sehr breiten Fuß einfach, schon immer so gewesen, ich habe einen sehr breiten Fuß. Kenn ich. Und das ist halt komplett, das ist halt. Weißt du, was mein Problem bei Sportschuhen ist? Ich habe vorne, wo die Zehen sind, einen extrem breiten Fuß.
Jetzt schau dir mal die ganzen Fußballsportschuhe an. Ja. Nach vorne sehr dünn. Wo sind denn die alle dünn? Genau da, wo mein Fuß breit ist. Jetzt schau dir jetzt gerade mal, welche Schuhe mir am besten passen. Ja, dieses, nein, ja. Ich weiß nicht, was du meinst, wie gesagt, bei mir passt das auch nie. Das ist dieses, das passt so nirgendwo. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wo ich letztens, dann war ich ja, wie gesagt, einmal bei Eltenschuhe in Uedem, in diesem komischen kleinen Store. Und in diesem komischen Schuhstore da, weil ich, wie gesagt, Schuhe für die Schule brauchte. Meine Mama hat gesagt, ich kaufe dir gerne Stahlkappenschuhe, aber ich bin ganz ehrlich, 120 Euro gebe ich dir jetzt nicht für Schuhe an, die du vielleicht einmal in der, wenn überhaupt einmal in der Woche trägst. Ja, das ist gut. Verstehe ich auch, weil was soll ich dann sonst dauerhaft mit den Schuhen machen? Und ja, dann der Opa in der Führung anzieht. Ja, das mache ich dann hin und wieder. Das Problem ist, das mache ich auch nicht immer, weil ich keinen Bock habe, die immer aus der Schule mitzunehmen, weil ich bin so ein Mensch, ich kenne mich. Dann nehme ich sie mit aus der Schule und beim nächsten Mal habe ich wieder Gartenbau und wir können uns alle vorstellen, wo die Schuhe sind. Ja, jetzt sehe ich sowas auch nicht ein, deswegen sind sie dauerhaft in der Schule. Ist auch nicht das Problem. Wir haben mich, wie gesagt, dahin gefahren. Da habe ich erst so selbst geschaut und meine Mama so, der Schuh, ich so, ja, der gefällt mir, aber probiert, passt nicht. Dann der nächste Schuh mal, meine Mutter so, ah, gefällt dir der? Ich so, nee, eigentlich nicht so, aber ich probiere trotzdem an, weil irgendwie habe ich keine Wahl so. Weißt du, ich meine? Wäre mir auch egal, wenn das heißt, so ein Schuh muss nicht unbedingt schön aussehen. Das gibt halt, bin dann halt trotzdem so ein Mensch irgendwo, das ich ziehe jetzt keinen Schuh an, der irgendwie mir gar nicht gefällt. Das, aber trotzdem schon sehr oft auf seine Füße guckt, so ungefähr. Da kann dann zu den Verkäufern innerhalb von einer Sekunde, die so, zeigt mal deinen Fuß her, ja, breiten Fuß da, hat mir einen Schuh gegeben, sagte ich so, na, der passt, ich hab den angezogen, meine Mama hat genau gesehen, der gefällt mir nicht, sagt so, ach, ich bin mir sicher, ich hab da was im Lager. War eine Sekunde im Lager, hat mir die perfekten Schuhe gegeben, haben mir sofort gefallen, haben direkt gepasst, ja. Seitdem würde ich am liebsten immer dahin gehen, um da Schuhe zu kaufen. Ja. Das habe ich jetzt noch keiner im Schuhgeschäft geschafft, passende Schuhe für mich rauszusuchen und auch noch welche, die mir gefallen hat. Aber in diesem Sinne sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn Luki Schuhgeschichten erzählt. Bis dahin, Servus. Tschüss. Servus.